Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zum neuesten Retro-Rückblick und heute schauen wir uns Stronghold Crusader 2 an. Und ich würde sagen, wir spielen ein Scharmützelzug. Die Taufe, eine Ratte im Käfig. Moment, es gibt doch auch Übungskampagne. Ne, wir spielen einfach mal das erste Level, die Taufe. Los geht's. Hubi-Fan gegen der Schar. Den kriegen wir doch platt. Platziert euer Vorratslager, mein Lord. Ja, natürlich machen wir. Leute, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Es ist so geil. Das ist der Hammer, Leute. Ich habe es so geliebt, ohne Spaß. Und es ist immer noch so wie früher wirklich. Man muss halt wirklich schauen, dass man genug Ressourcen sammeln kann in der Zeit. Die Nahrung darf nicht knapp werden und. Also es ist alles so wichtig, dass man einfach auf alles Mögliche... Eure treuen Bogenschützen! Ja, achtet direkt. Sonst hat man halt die Arschkarte letztendlich gezogen. Früher oder später kriegen wir eh Besuch, von daher müssen wir immer nachschauen, dass das Gehöft gibt uns im Übrigen mehr Soldaten, mehr Einwohner im Gesamten. Boah, das Spiel ist so geil und ich weiß gar nicht mehr, warum ich es früher nicht mehr gespielt habe. Aber irgendwie habe ich den Reiz verloren. Kennt ihr das? Schweinezucht, Käserei... Bauen wir eine Käserei gerade? Nein, ich bin eher dafür, dass wir noch einen Obstbauer bauen. Der Obstbauer baut genau vor seiner Tür die ganzen Bäume auf, hier zu sehen. Und erntet die dann gleichzeitig etc. pp. So, dann brauchen wir die Unterkünfte. Die baue ich hier oben hin. Die kann man schön mit einer Mauer verbinden. Und wenn man jetzt hier die Mauer entlang zieht... Zack. Und wenn man dann hier ein Stück Mauer entlang zieht. Halt, das sieht nicht aus. Okay, anders geht's glaube ich nicht. Ne. So, dann kann man hier ein schönes Tor hinbauen. Zack. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Kann man die Jungs zum Beispiel da hochbringen schon? Ich finde kleine Wachtürme eh immer praktischer als die großen. Zack. Und hier runter, zack. So. Sehr Unsere schön. Bögen werden singen. In Bewegung. Dieses Und Bauwerk hat... ist unzugänglich, Sire. Auf die Plätze, Männer! Oh, ja, stimmt. Ist natürlich sehr gut von mir gelöst, wenn ich da vorne... Moment. So, da kommen da dicke Mauern hin. Und eine Treppe. Halt. Bogenschützen, so. Vorbereiten! Können zwei Ziehen von den los. Jungs hier hoch ohne Probleme. Sehr gut, jetzt geht's doch endlich. Also wie gesagt, Leute, ich hab's wirklich sehr gerne gespielt und es macht immer noch so viel Spaß. Man kann sich halt hier dann Soldaten kaufen. Dazu brauchen wir aber auch eine Pfeilmacherei. Die braucht dann wiederum Holz. Und. Und ich habe das immer so gebaut, dass alles relativ nah beieinander war. Dass die Soldaten halt nicht lange gesucht haben, sondern relativ schnell an allem dran waren. Wichtig ist, meiner Meinung nach, immer einen Mix zur Verfügung zu haben. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Bedeutet, wichtig sind auf jeden Fall Pikiniere unter anderem. Fand ich grundsätzlich eins der besten Teams. Die Armbrüste waren ebenfalls sehr wichtig. Und die Streitkolbenkämpfe habe ich noch nie ausprobiert. Wir benutzen sie jetzt einfach mal als... Wo ist der Kampf? Es ja, zum ersten los. Mal so gesehen. Pikiniere so. Vorwärts! Wir gehen mal ein Stück raus und ich schauen uns mal gut. die Umgebung an. Wie gesagt, wichtig ist tatsächlich für mich immer gewesen, Armbrustschützen dabei zu haben. Eure treuen Bogenschützen. Armbrustschützen rotzen alles weg, was nicht
ja, was einfach nicht dahin gehört, wisst ihr? Das ist einfach cool gemacht. So, dann nehmen wir noch ein paar Bogenschützen. So, dann brauchen wir noch eine Lanzenmacherei. Die brauchen wir nicht so oft, von daher bin ich da auch nicht so scharf drauf. Bereit machen, Piken! Ah, die haben die bessere Position da oben. Los! Waffenschultern! Sind unterwegs! Wir bewegen uns! Hier stehen sie nämlich schon ready. Die Säcke. Gebt uns nur ein Ziel. Das ist natürlich nicht dumm. Auf die Welle! Nein, 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 Lordschaft? Nein, nein, nein. Was? Wir Bogenschützen? Bereit machen! Hierhin. Die Frage ist, bleiben die da, bleiben die nicht da? Dafür habe ich eine Stallung gebaut. Mit der Stallung können wir jetzt berittene Kämpfer machen, wenn ich das passende... Moment, den Söldnerposten mache ich auch einfach hier vorne hin, dann passt das erstmal. Wie ging das nochmal? Eine Nachricht vom Schah. Vernichtet sie mit euren furchterregenden Waffen, meine edlen Soldaten. Was wünscht ihr? An die Welle! Okay, ich glaube, da kommt was. Ja, da kommt was raus. Ich glaube, so ging das. Die steigen dann auf. Befehl? Nicht? Ei, Sire! Ich weiß gar nicht mehr, wie alles funktioniert, leider. Zu 100%. Die Truppen der Schars greifen an. Oh, eure treuen Bogenschützen. My Lord! Euer Befehl? Müssen wir gucken. Da kommen sie. Bogenschützen, bereit machen. So, wichtig ist jetzt, vorzurücken. Ja. Ei, Sire. Und sich das Katapult zu schnappen. Kampfbereit. Wir sind eure Leute. Und das Katapult zerstören. Sehr gut. Was? Perfekt. Ja. So, die Streitkolbenkämpfer sind sehr gut, habe ich gerade gemerkt. Sind bereit. Bereit machen, Piken. Augen auf, Männer. Sehr effektive Kämpfer. Unsere Bögen werden singen. So, wir werden auch seine Basis jetzt einfach mal so just for fun besuchen. Ja. Dolche raus, Männer. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das sehen wir gleich. So, hier vorne können wir noch ein bisschen abbauen. Und zwar erst. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Jetzt kann das. Ja. Sehr gut. Es gibt natürlich den. Es gibt auch einen Angriffsbefehl und alles. My lord! Feuer! Feuer frei. Eure Hoheit, was wünscht ihr? Vorwärts! Auf geht's. Was? Wo ist der Kampf? Deutsche raus, Männer! Los, los! Schlachtordnung! Ich liebe dieses Spiel, Leute. Ohne Spaß. Es macht einfach so viel Spaß. Sire? Hauptmann? Deutsche raus, Männer! Na los doch! Gehen los! Ich weiß jetzt nicht. Ach, hier vorne um die Ecke ist er ja direkt. Cool. Ja, das wird ja einfach, Leute. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Das Belagerungscamp. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können? Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Pikeniere nach vorn. Gut. Können wir dann hier oben bauen? Ja, ne? Nicht? Das Land ist für die Bebauung zu uneben, mein Herr. Ihr seid der größte Lord. So, dann bauen wir zwei Katapulte. Ja, Sire. Damit wir die Mauern schön eingerissen bekommen. Ein Kriegswolf brauchen wir nicht, ein Tribok. Wie können wir die Feuerballiske? Ort bekannt. Feuer frei! Wir werden angegriffen. Ich diene euch gut. Sehr gut. Sind bereit. Lordschaft, Sire, Piken Schultern. Hey, hoch. Wir sind bereit. Auf die Plätze, Männer. Sehr gut. Und feuern. Los. Beste Position. Gebt uns von hier. Etwas zu tun. Gebt uns etwas zu tun. Perfekt. Sir,
Jetzt bin ich am Überlegen, sollen wir ganz kurz hier runter einmarschieren? In Vorbereitung! Unsere Bögen werden singen. Gehen in Stellung. Bereit machen, Piken. Stehen zur Verfügung. Sehr gut. Von hier aus treffen wir schon mal einiges. Wir sind bereit. Durch die höhere Position natürlich alleine. Perfekt. Unsere Werkzeuge sind bereit. Baumeister zu Dienst. Wie können Sie dienen? Perfekt. Ich diene euch gut. Euer Gnaden. Wie lautet der Plan? Bogenschützen unterwegs. Gebt uns etwas zu tun. In Bewegung. So. In die nächste, zur nächsten Position. Wie lautet der Plan? Gebt uns etwas zu tun. Feuer frei. Ne, geht nicht. Okay, Entschuldigung. Jetzt geht's aber, oder? Ja, sehr gut. Perfekt. Ich liebe dieses Spiel. Es ist immer noch so cool wie früher. Euer Gnaden. Bereit machen, Piken. Es wird ein blutiger Kampf. Wie lautet der Plan? Attacke! So. Sire. Los, vorwärts. Auf die Plätze, Männer. Bereit machen. So, hier wird jetzt erstmal alles niedergemetzelt. Gebt uns nur ein Ziel. Oh nein, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wie können wir dienen? Eine Nachricht vom Schah. Ach, das Gefieder des Pfaus bedarf Aufmerksamkeit. Unverzüglich. Ach, süß. Wir sind einsatzbereit. Wir sind bereit. Wie können wir dienen? In Vorbereitung. Ei, Sire. Sehr gut. Vorbereiten. Es geht los. Wie lautet der Plan? Sehr gut. So, jetzt in kümmern wir uns stehen zur Verfügung. Um die Türme hier oben. Euer Zeichen, Sire. Lasst sie fliegen. Wir sind bereit. Sehr gut. Hauptmann? Niemand kommt vorbei. Ja, auf die Hoffnung, dass wir ein gutes Schussfeld haben. In Vorbereitung. Baumeister zu Dienst. Oh, doch so Schussprobleme. Ich hätte gedacht, wir haben eine bessere Posi. Sehr schön. Der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Sehr gut. Wir bewegen uns. In Bewegung. Bogenschützen unterwegs. Unsere Bögen werden singen. Sehr gut. In Vorbereitung. Stehen zur Verfügung. Ja. Wir kümmern uns darum. Wir sind einsatzbereit. Ja, Sire. Sire, Piken bereit machen. Nicht Stehen schlecht. Zur Verfügung. Unsere Bögen werden singen. Jut. Da kann ich nicht hin, Sire. Genau nach Plan. So, den Kampf haben wir verloren, würde ich sagen. Wir sind bereit. Dolche raus, Männer! Auf die Plätze, Männer! Als Saka, bis jetzt ist dieses Spiel meiner Meinung nach eins der besten Crusader. Also. Das ist schön. Mittlerweile finde ich das Spiel immer noch so perfekt wie noch nie. Baumeister zu Diensten. So, der kann jetzt da noch sterben. Das interessiert mich jetzt gerade weniger. Bauern werden benötigt, Sire. Ja, die bauen wir jetzt auch. Immer mit der Ruhe. So. So, nochmal Unterkünfte. Nochmal ein paar Bogenschützen. Ja, die kommen. Immer mit der Ruhe. Wir sind eure Leute. Unsere Bögen werden singen. So, die Pfeil- und Bogenschützen da oben. Also der Rückblick dauert so 20 Minuten, dass wir so ein Basic drin haben und einfach mal gezeigt haben, wie es früher war, diese Spiele zu spielen.
Und ich finde es immer noch sehr, sehr geil. Also wirklich, es gibt ja schon fast kein geileres Spiel außer dieses hier. Wir sind einsatzbereit. Oh, sehr gut. Angriff! Sehr weite Schussbahn. Unsere Werkzeuge sind bereit. Wie können wir dienen? Sehr gut. Guter Schuss. Euer Zeichen, Sire? Würde ich glatt behaupten. So, wir brauchen aber jetzt keine Pfeile. Wir brauchen tatsächlich Lanzen. Ihr benötigt ein Ochsenjoch, um euer Eisen ins Vorratslager zu bringen. Ach, ja, stimmt. Tatsache, da war ja was. Gut, dass er es sagt. Wo war das hier nochmal? Ochse, 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 Ochse. Ochsenjoch, Ochsenjoch. Wo ist das denn jetzt nochmal? Bin ich denn so blind? Ochsenjoch, da war es doch. So. Braucht ihr etwas? Angriff! Oh, kann ich auch hier was treffen? Das wäre ja zu praktisch. Dann bin ich doch mal am Überlegen gerade. Ob wir nicht hier auch dieses wunderschöne Katapult Euer Gnaden? Und damit... Wie lautet der Plan? Gebt uns etwas zu tun. In Vorbereitung! Ah, dahin geht's. Schade, dass das nur wir in die Richtung geht. Wir sind einsatzbereit. Braucht ihr etwas? In Vorbereitung! Ah, da kann ich es noch hinschießen. Okay, das ist natürlich auch sehr praktisch. Stehen zur Verfügung. So, der nächste Schuss geht hier vorne hin. Sehr gut. Unsere Werkzeuge sind bereit. Sehr gut. Wow, wie effektiv, Leute. Guckt euch das an. Oha. Sehr effektiv sogar. So, noch ein paar Fall- und Bogenschützen. Bogenschützen vorbereiten. Ich finde die so verdammt wichtig wie sonst keinen einzigen. So, Pikiniere brauchen wir Rüstungen für und Lanzen. Bis jetzt haben wir nur die einfachen. Wir brauchen also Piken und keine Lanzen. Das heißt, ich brauche einen Pikenmacher. Und einen Rüstungsschmied. Dazu brauchen wir einfach mehr Holz. Eure treuen Bogenschützen. Baumeister zu Diensten. Unsere Werkzeuge sind bereit. In Vorbereitung. Na, probieren wir es nochmal. Wir schießen mal darüber. Ja, Sire. Augen auf, Männer. Wir bewegen uns. So, wir bewachen mal da oben das Feld. Stehen zur Verfügung. In Vorbereitung. Ich denke mal, dahin schießen ist, glaube ich, besser und effektiver. Sollen wir noch einen Kampf machen? Wie können wir dienen? Ziehen jetzt und los! Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Von der Seite hier vorne aus angreifen. Sehr gut. Gebt uns etwas zu tun. In Vorbereitung. Die Jungs da oben haben richtig viel Spaß. Die freuen sich. Rekruten werden benötigt, Sire. Ja, ist ja kein Problem. Sir. So, in der Folge greifen Befehle. Wir dann noch einmal an. Ich denke mal, das wird lustig. Sir. Wir werden uns den Bereich hier vorne als erstes vorknöpfen. Er hat nicht so viele Soldaten. Das ist... Oh, sehr gut. Ja, perfekt gelandet. Er hat nicht so viele Soldaten hier vorne. Das heißt, wir kommen da locker flockig durch. Sein Eingang liegt links auf der Seite. Vielleicht schaffen wir es auch diese Folge, diesen Kampf einfach noch zu gewinnen. Das wäre natürlich super perfekt. My Lord, in Vorbereitung! Aber er baut und baut und baut immer wieder, der Sack. So, 500 Truppen kann man haben. 56 haben wir gerade erstmal. Da sieht man einfach mal, was für Ausmaße dieses Spiel haben kann. Neue Befehle? Das ist unfassbar, Leute. Natürlich, wirklich. Sir. Sir, ja, Sir. Auf geht's, los. Hopp, 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 hopp. Katapult bereit, my lord.
Ja, die Ochsen da oben, die werden die ganze Zeit gekillt. Das ist natürlich super. Oh, sehr schön. Und wieder alles schön kaputt. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, das sind Farmen, die wir natürlich direkt ausmerzen und killen. Das ist natürlich super. Ei, Sire! Pieken Schultern! So. Ah, wir haben einen Pikenier dabei. Sehr cool. Holzfällerlager fackeln wir die ganze Zeit ab. Jetzt haben die Leute... Ja, er hat sich vorbereitet. Er hat Brunnen platziert. Mit Brunnen kann man halt ein wenig das Feuer bekämpfen. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ich habe jetzt auch zwei Barrikaden mal hingestellt. Das ist eher... Naja, so... Wenn ich hier drauf drücke, gehen die Hunde los. Das ist auch sehr effektiv. Unsere Werkzeuge sind bereit. So, wieder in kurz Vorbereitung. Warten. Nächster Schuss, laden, Feuer. Damit das hier sich gar nicht regenerieren kann. Wir müssen ihnen einfach zeigen, dass wir die Besseren sind. Sie haben kein Eisen mehr. Sie können keine Truppen, schwere Truppen mehr produzieren. Sie haben einfach jetzt gerade aktuell den größten Nachteil. Und das werden wir ausnutzen. Und zwar mit Katapulten. Wie können wir dienen? Und das ohne Ende Katapulte. Brechen auf! Wir haben jetzt wieder, wie viele sind das? 8? Baumeister zu Diensten. Ja, aktuell 16 Katapulte. Mit den 16 Katapulten haben wir einfach den Vorteil, den wir brauchen. Jetzt benötigen wir auf der Basis mehr Holz. Das können wir damit erreichen, dass wir einfach mehr Holz sammeln. Stein bräuchten wir. Das ist aber auch kein Problem. Dazu bauen wir hier oben ein Steinwerk, so gesehen. Der Steinbruch muss auf Steinvorkommen gebaut werden, mein Herr. Okay, Entschuldigung. Wir brauchen Holz, Sir. So. Perfekt. Hier fackelt alles ab. Ihr seid der größte Lord. Die Schafszucht fackelt wieder ab. Die Käserei fackelt ab. Er lädt wieder und schießt nochmal. Sehr gut. Boah, das ist so effektiv, Leute. Das hätte ich gar nicht gesagt. Braucht ihr etwas? Ah, der Sack. In Vorbereitung! Wie lautet der Plan? Wir werden von zwei Richtungen angreifen. Ziehen jetzt los! Und in der Mitte mit den Hauptsoldaten durchstürmen. Unterwegs. Sehr gut. Ich denke mal, damit dürften wir ihn gleich haben. Damit dürfte er ein großes Problem haben. Gebt uns etwas zu tun. In Vorbereitung. Wir sind einsatzbereit. In Vorbereitung. Reißen wir alles nieder. Pikeniere vorwärts. Es geht los. Kurz warten. Sehr gut, die ersten Schüsse gehen eine raus. Eine Nachricht vom Schar. Ach, das Gefieder des Pfaus bedarf Aufmerksamkeit. Unverzüglich. Ja, ja. Boah, das hört sich geil an. Auf geht's. Jetzt haben wir sie. Ich habe mein Spiel gerade mal leiser gemacht. Ich hoffe, eures ist nicht leiser geworden. Aber ihr seht ja, der Kerl, der wird hier ohne Ende gerade belagert. In Vorbereitung! Hauptmann, wir verlieren nach vorne. Und ich denke mal nicht, dass er diesen Angriff überleben wird. Prüft die Waffen! Auf geht's. Baumeister zu Dienst. Bereit, Sire. Lade nach. Neue Befehle. Mal die ganzen Soldaten da hoch. Perfekt. Katapult bereit, my lord. Unsere Werkzeuge sind bereit. Eine Nachricht vom Schar. Ich kann, wie es regnet. Meine Füße werden nass.
Euer Zeichen, Sire. Feuer! Auf geht's. Die Basis war jetzt nicht schwer einzunehmen, war aber cool, nochmal gespielt zu haben. Neue Befehle. Haltet zusammen, Männer. Oh, und unsere Soldaten sind tatsächlich alle tot. Gebt uns nur ein Ziel. Wie können wir dienen? In Vorbereitung! So, vorsichtig, Feuer. Stehen zur Verfügung. So, Kornspeicher, tschüss. Wichtig ist, den Kornspeicher tatsächlich zu zerstören. Was zu tun, euer Gnaden. In Vorbereitung. Ja, du kannst den da oben noch. Ja, oder so. Sehr gut. Schön von der Wand geholt. So, dem hauen wir jetzt alles kurz und klein. Sehr gut. Katapult bereit, Milo. Wir sind eure Leute. Kommen wir noch hier irgendwo hoch? Nö, ne? Ist vorbei. Kein Problem, Sir. Ja gut, der Typ, der hält natürlich aus ohne Ende. Milo! Braucht ihr etwas? In Vorbereitung! In Vorbereitung! So. Ja, da oben ist das Hauptziel. Unsere Werkzeuge sind bereit. In Vorbereitung. In Vorbereitung. Nichts anderes müsste eigentlich jetzt noch zerstört werden, außer er. In Vorbereitung. Sehr schön. Euer Gnaden. Ganz kurz noch hier die Mauer zerstören. Weil wir doch ordentliche Menschen sind. In Vorbereitung. In Vorbereitung. Wollen wir doch alles zerstört haben. Sehr schön. Das da noch. Ja. Und dann würde ich sagen, fehlt nur noch der Kaiser selber, der arme Krüppel, der da oben festhängt in seiner Basis und tatsächlich nicht weiß, was er tun soll, weil er einfach, naja, er hat verloren. Er hat einfach verloren und das ist das Coole daran. Wir haben ihn besiegt und das ohne größere Probleme. Stehen zur Verfügung. Wie lautet der Plan? In Vorbereitung. So, das dauert jetzt noch. Und dann haben wir gewonnen. Ich würde sagen, das war der Retro-Rückblick zu Stronghold Crusader 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da oben da. Bis dahin, bleibt mir seid. Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski, euer Hubi-Fan. Tschüss.